Vor kurzem war Abus Magomedov zu Gast bei Philipp Harburger und hat sehr ehrlich über die Fehler bei der UFC geredet, warum er zweimal hintereinander verloren hat und was er in der Zukunft ändern wird, um doch den Titel zu schnappen. Ich habe die besten Stellen für uns ausgesucht. Gucken wir mal, was Abus Magomedov zu sagen hat. Es wird sehr, sehr spannend, also bleibt dran. Du hast die letzten zwei Kämpfe davor super bitter verloren und hast auch schon vorher gesagt, wenn ich den Kampf verliere, dann höre ich auf. Und für den Mann, der von so vielen Leuten als der beste Kämpfer in Deutschland gesehen wird, ist das krass, wenn man denkt, wow, what the fuck? Also die zwei Niederlagen, ich muss, für mich weiß ich, dass das, das war jetzt nicht so, dass die Jungs technisch besser wie ich waren oder physisch stärker wie ich waren. Das war nur ein Fehler von meinem Gameplan. Also wo ich auf jeden Fall Abus Magomedov recht geben muss, physisch ist er mindestens genauso stark. Er hat ja gegen diesen Baraglio gekämpft und dann hat er noch gegen Sean Strickland gekämpft. Sean Strickland ist jetzt physisch nicht der Stärkste. Der wird auch hier und da Pillow Hands genannt, also Kissenhände. Da es sehr, sehr schwer hat, die Leute Knockout zu schicken. Ja? Er kämpfte meistens über 5 Runden oder über 3 Runden, hat eine super, super Ausdauer. Ihr kennt seinen komischen Style mit seinen Jab-Gun-Zeit und mit seinem Philly Shell. Physisch ist er auf jeden Fall besser, aber technisch, das ist so eine Frage für sich. Ich kann nicht 100% jetzt bewerten, ob er jetzt wirklich technisch besser ist. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass Abus Magomedov eine super, super Technik hat. Ist ein sehr guter Ringer, ist ein sehr guter Grappler. Sein Stand-Up ist auch sehr, sehr gut. Nur hat es bei ihm an der Ausdauer ein bisschen gehapert, so. Ich weiß nicht genau. So ein bisschen Kritik für seine Ausdauer hat er immer bekommen, ja. Da sehe ich ein Problem. Im letzten Fight habe ich dieses Problem nicht so gesehen. Aber das war so ein Ding, ja. Er kommt auch gleich dazu. Gameplan-Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das sehen würdet. Denkt ihr, Abus Magomedov ist auf der Stufe wie ein Sean Strickland oder ein Baraglio. Also was Ding betrifft, was Technik betrifft. Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht haben wir Experten unter uns. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich kann nur allgemein sagen, dass Abus meiner Meinung nach eigentlich Potenzial hat, bei der UFC mindestens in die Top 15 zu kommen. Guck mal, du musst dir vorstellen, wir sind so mit Training angefangen. Keiner von den Jungs war bis jetzt da, wo ich jetzt bin oder wo ich da war zu der Zeit. Gegen Strickland zum Beispiel. Ja. Das ist Team, das Team braucht die Erfahrung. Das Team weiß, wie man mit dem Druck umgehen muss, wie man was machen muss. Ich und mein Team haben das zum ersten Mal erlebt, sozusagen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das nächste Mal, wenn es der Fall sein sollte, dann weiß ich schon, dann weiß mein Team, mein Körper ungefähr, auf welches Stresslevel ich mich da einstellen muss. Das war auch meine Kritik in einigen Videos, wo ich über Abus Magomedov gesprochen habe. Der Bro ist neu bei der UFC. Nimm die Sache doch mal taktisch, also geh die Sache doch taktisch an, strategisch. Wie er jetzt selber sogar sagt, wir sind nicht so erfahren genug. Ja, Sean Strickland, sein Team, die sind schon, haben schon 1000 Fights hinter sich. Der Trainer von Sean Strickland ist auch der Trainer von Francis Ngannou. Er hat ganz, ganz, ganz richtig krasse Fighter unter Vertrag. Ja, der trainiert sehr viele Leute. Er hat sowas von Ahnung. Sogar Israel hat Sanya hat Props gegeben gehabt, als er gegen Sean Strickland gekämpft hat und er hat gesagt, bevor ich was machen wollte, hat der Trainer das sofort gewusst. Also der Trainer ist unnormal gut. Deswegen sollte man diese Sache auch taktisch angehen. Es ist die UFC, das ist eine einmalige Chance. Deswegen so. Er hat ein bisschen zu schnell gemacht. Er dachte, ey, ich rasiere jetzt durch, ich kill jetzt alle, ich bin hier, um Krieg zu führen. Aber nein, Bro, heutzutage ist es so, dass man das taktisch angeht, businesstechnisch angeht und auch strategisch angeht. Man muss sich die ekelhaftesten Fights nehmen. Man muss auch keinen Fight annehmen, ja, wo man keine Zeit hat, sich vorzubereiten. So. Das waren so eigene Fälle und gegen den Baraglio war es so, ich sollte gegen den ein paar Mal kämpfen, was heißt sollte, ich habe den herausgefordert, der hat immer abgelehnt, ein paar Gründe immer gefunden und es war so, dass ich zwei Tage bevor ich diesen Kampfangebot bekommen habe, zwei Tage davor mit Mick Maynard, der Matchmaker von UFC. Ich bin direkt in Kontakt mit dem. Okay. Ja, ich habe den geschrieben. Ich war zu der Zeit so 3 Wochen in Amerika. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt dem sage, ich will kämpfen, so 4-5 Wochen dauert das immer, bis sie dir Kampf geben. Gut, in 4-5 Wochen bin ich fit, kann ich kämpfen so mäßig. Mit der Hoffnung habe ich den angerufen, habe den gesagt, Junge, ich bin ready, komm, gib, egal wenn du gibst, nehme ich Hops. Gut. Zwei Tage später kriege ich Nachricht von ihm, Sherdog von dem Kayo und what do you think? Okay. Ich rufe den alle an, ich sage dem so und so. Der sagt, ja, wenn du sagst, du bist ready, sag, wenn nicht, dann sagt er nein. Mhm. Und ich dachte mir, guck mal, mit meinem Stolz, Ehre, es war schon ein bisschen schwer, dem Nein zu sagen. Und ich habe gehofft, dass dieser Kayo wieder ablehnt, sagt, nee, will ich nicht. Mhm.
Ich sag dem, okay, let's go. So eine halbe Stunde später kriege ich Nachricht von dem, deal is done. Oh shit, let's go. Okay. Ja, das ist absolut taktisch unklug. Guck mal, er erwartet sogar, ey, hoffentlich sagt er ab, hoffentlich sagt er ab. Und der Typ hat nicht abgesagt, hat es einfach angenommen. Der Typ hat, glaube ich, wenn ich lügen, 8 bis 10 Fight Winstreak hat bei der UFC 3, 4, 5 Mal hintereinander gewonnen. Also der Typ ist sehr, sehr gut, hat einen komischen Style, ist Southpaw. Ja, und einfach so einen Kampf anzunehmen, Bro. Ihr müsst verstehen, Leute, bei der UFC, ich bin jetzt nicht 100% tief drin, aber hier und da bekommt man ja mit, dass die Fighter einen Deal bekommen von 5 Fights. 3 bis 5 Fights. Der Bro hat schon einen Kampf hinter sich gehabt. Der Abus Magomedov hat seinen ersten Kampf gewonnen. Zweiter Kampf gegen Sean Strickland hat er verloren. Einen Loss schon mal. Dann im dritten Fight, ja, nimmst du wieder gegen so einen Brecher an. Ohne Vorbereitung. Sogar mit einem Mindset, ey, hoffentlich sagt er ab. Bro, du hast nicht viele Optionen. Und auch sagen wir mal, du hast 3 Mal hintereinander verloren und gewinnst danach 2 Mal, ja. Die UFC verlängert diese Leute meistens nicht. Weil die sagen, ah, der hat zwar jetzt 2 Mal gewonnen, aber naja. Deswegen so, man darf nicht damit einfach dumm umgehen, meiner Meinung nach, ja. Jede Chance muss man perfekt verwandeln, zumindest alles haben, ja, so nahezu perfekt wird es nie, weil Fighter können sich immer verletzen, Step Infection, in der letzten Zeit haben wir ja sehr viel davon gehört, es kann immer irgendwas passieren, fast kein Fighter geht 100% fit in den Cage, aber du hast deinen Cage, du hast dein Camp hinter dir, du hast deine Taktiken hinter dir, du hast mit deinem Trainer einen geilen Gameplan ausgedacht, ja, konntest dich perfekt auf den Typ vorbereiten, dann mach deinen Fight. Ja, und wenn du dann verlierst, dann ist es, what it is. Aber das ist ein bisschen sehr, sehr unklug. Aber ich freue mich umso mehr, dass Abus Magomedov das gecheckt hat jetzt und gesagt hat, naja, okay, das war ein bisschen Fehler. Und Stolz und Ehre, das sollte man zu Hause lassen. Das ist jetzt Business geworden. UFC ist Fight Business. Es ist nicht mehr wie damals UFC 1. Ich gehe rein, ich gucke, ob ich gewinne oder nicht. So, momentan, es geht um Karriere. Das kann euch zum Superstar machen, ja. Damit könnt ihr frei sein, also was finanziell betrifft, ja. Ihr könnt einer der berühmtesten Fighter der Welt sein. Ihr könnt den Titel holen, ja. Und mit sowas sollte man nicht leichtsinnig umgehen, meiner Meinung nach, Leute. Ja, krass. 2 Wochen vor dem Kampf, Alter. Ich laufe mit 98 rum. Boah, hart, okay. Ja, ja, esse, was ich will. Und dann haben wir angefangen mit Training, also mit Sparring. Haben so 3 Sparringseinheiten gemacht. Dann mussten wir schon rüber. Ich hatte okay. So eine Woche Training, genau. Eine komplette Woche. Ach, dann Montag sind wir schon nach São Paulo geflogen. Das boah, gibt's doch das nicht. Ist hart, Mann. Ja, das also. War. Und so willst du gegen so eine Bresche wie Caraglio kämpfen? Also Caio, Baraglio oder Caraglio oder ich habe seinen Namen vergessen, Leute. Aber das darf doch nicht wahr sein. Das ist sehr, sehr leichtsinnig. Abus, Brudi, bitte. Ich will, dass du weiter bei der UFC bleibst, Mann. So, ich bin richtig großer Fan von dir, Alter. So, brech nicht mein Herz. Mach das bitte nicht mehr. Erste Runde ging's noch. Zweite Runde. Ich wusste auch im Sparring schon was so, dass ich mich jetzt nicht fit gefühlt habe. Mhm. Hätte ich kein Gewicht machen müssen und so kämpfen, okay, hätte ich bessere Chancen gehabt. Ja. Bro, Alter, dann wärst du bei der Heavyweight. 98 Kilo, sagst du. Ab 93 Kilo bist du Heavyweight. Dann hättest du gegen wen dazu kämpfen sollen? Gegen Tom Aspinall oder was? Ja. Aber so mit Gewichtmacherei. Du bist erstmal in Amerika, dann bis dein Körper dich da einstellt, dann Jetlag, auf einmal ja. Bist du in São Paulo, ganz anderer Kontinent, dann bis da dein Körper so klarkommt und so. Boah, das ist shit. Die Erfahrung, die ich jetzt für mich habe, wo mein Körper jetzt weiß, wie man damit umgehen muss. Das hat mich auf jeden Fall viel stärker gemacht. Wann habe ich letztes Mal überhaupt in Deutschland gekämpft? Ich habe mich versucht, letztens daran zu erinnern. Es war, glaube ich, 2017. Ja. Superior FC. Ja. Es ist auch besser so, dass du nicht in Deutschland kämpfst, Broski. Es ist besser. Du hast nichts in Deutschland verloren. Dafür bist du viel, 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 viel zu gut, ja? Weiterhin bei der UFC bitte. Die Sache taktisch angehen. Business, Fokus, immer stabil im Training. Und dann rasierst du alle. Dann rasierst du da. Ja, Middleweight gibt es nicht so gute Ringe. So ein Israel Adesanya konnte einfach da keine Ahnung wie lange Champion sein, ja, weil es einfach keine krassen Ringe gab. Und wenn es Ringe gab, haben die es nicht offensiv eingesetzt, sondern defensiv so. Wie crazy kann man sein? Natürlich muss man auch sagen, Israel Adesanya hat auch einen super, super Takedown-Defense, aber ein Top-Ringer würde ihn runterholen. Mann, Bro, das ist nicht gesund, was wir machen. Ja, klar. Das ist letzte Stufe. Ja. Das ist, egal wenn du da hast, du nimmst immer Schaden mit. Mhm. Egal gegen wem du kämpfst. Da gibt's nicht, der ist hier schwach, der ist da schwach.
Da hat er 100% recht. Deswegen, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Kampfsport ist kein Spaß, Leute. Ja, das ist Hobby für viele Leute. Für viele Leute ist es Beruf. Ja, für viele Leute ist das Leidenschaft. Aber das bringt Schaden mit sich. Ich wünsche an dieser Stelle Abus Magomedov das Beste. Ja, aber ich freue mich sehr, dass er seine Fehler eingesehen hat. Dass er jetzt es eher taktischer angehen will. Ja, nicht mehr auf Ehre, Stolz. Ey, ich nehme einfach an. Ich wiege 98 Kilo. In 2 Wochen muss ich kämpfen. Ich kann mich nur eine Woche vorbereiten gegen so eine Breche. Das sind alles dumme Sachen, meiner Meinung nach. Schreibt hier mal eure Meinung in die Kommentare, Leute. Was hält ihr davon? Denkt ihr, Abus Magomedov hat recht mit dem, was er sagt? Denkt ihr, endlich hat er es gecheckt so? Wie es weitergehen soll. Lasst uns zusammen diskutieren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Fight Hunt Test. Und abonnieren und liken nicht vergessen. Bow.